Was passiert auf kristalliner Ebene, also was passiert auf Elektronenebene oder wie man es auch ausdrücken mag, was passiert mit Raumladungszonen und Co., wenn ein, in diesem Fall mal ein NPN-Transistor, ja, anfängt zu funktionieren? Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass das gegeneinander geschaltete Dioden sind. Das ist jetzt unwichtig. Wir nehmen uns einfach mal den zusammengesetzten Kristall aus drei verschiedenen Zonen vor. N, negativ, P, positiv, N. Leute, guckt hier mal auf den Link. Da bin ich auf die Diode eingegangen, auch auf deren Funktionsweise und so weiter. Wenn ihr hier auf links geht, bleibt dieses Video hier stehen. Wartet auf euch, ihr verpasst nichts. Gut. Ich lege jetzt mal überhaupt keine Spannung an. Keine. Kollektorspannung. Ich komme gleich darauf, warum das Ding so heißt, wenn wir gleich sehen. Auch keine Emitterspannung, keine Basisspannung, nichts. Jo, dann habe ich hier eine gewisse Raumladungszone, hier auch. Hier habe ich eine P-leitende Schicht mit Löcher oder Defektelektronen und hier zwei N-leitende Schichten. So, passiert gar nichts. Jetzt lege ich außen mal 6 Volt an, aber ich lege an der Basis überhaupt nichts an. Keine Spannung, nichts. Wenn ich hier 6 Volt plus anlege, was macht es? Positiv zieht die negativen. Die Ladungsträger, die freien Elektronen, erstmal an. Die Raumladungszone vergrößert sich. Denn hier, diese Plusse kann hier oben, die können hier oben nicht angezogen werden. Ich mache mal das Plus rot umrandet. Und das ist jetzt nicht viel zu weit, sondern hat damit gar nichts zu tun. Dieses Plus würde diese Plusse abstoßen. Ich sage das mal ganz so brutal und drastisch. Aber was passiert hier unten? Hier habe ich eine negative. Die negative Seite der Spannungsquelle, die stößt natürlich Elektronen mit rein. Wenn hier noch nicht viel sind, Diffusion und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn die jetzt hier die anderen schon vorhandenen, die habe ich mal größer gemacht, nach oben drängen, wird hier die Raumladungszone kleiner. Na gut. Jetzt lege ich die ganze Zeit außen diese 6 Volt, die bleiben. Also hier ist der positive Teil, hier der negative Teil der Spannungsquelle. Die bleiben so. Aber ich lege jetzt mal hier eine Basisspannung an und zwar von 0,6 Volt, aber eine positive. Was wird passieren? Oho. Jetzt wird diese Diode hier, die Emitter-Basis-Diode, die wird plötzlich ein kleines bisschen mehr leitend. Logischerweise, hier unten kommt ständig Nachschub, ne, vom negativen Teil der Spannungsquelle und dieser positive Teil wird plötzlich positiv. Vorher war ja einfach gar nichts. Was wird hier passieren? Hier werden schon, echt, Leute, nagelt mich jetzt nicht auf die Anzahl fest. Hier werden schon die ersten Elektronen übertreten, über die Raumladungszone, die ist schon fast gar nicht mehr vorhanden. Und andere Elektronen, die jetzt von der noch positiver gewordenen Basis, hier ist die Basis, angezogen werden, werden die Löcher auffüllen. Deswegen ist hier eine Null. Wir gehen mal auf den nächsten Schritt, wir legen mal die Spannung noch ein bisschen höher an. Wenn ich jetzt hier 0,9 Volt anlege, das gibt so bei Silizium so einen kritischen Wert 0,7 Volt. Deswegen habe ich hier ganz bewusst mal 0,9 Volt genommen. Jetzt wird dieser Effekt noch stärker werden. Das heißt, das Ding ist noch positiver geworden und wird sich noch mehr Elektronen von hier unten, vom Emitter, reinziehen. Andere Elektronen, die von der Emitterseite kommen, werden hier die Löcher auffüllen. Hier werden gar nicht mehr so viele Löcher sein. Und die, die gar nichts mehr auffüllen müssen, die treten hier oben über, denn hier oben habe ich wieder einen positiven Teil. Positiver als hier auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir auch, der sendet ständig Elektronen aus. Emittere heißt senden. Der Emitter sendet. Das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Aber da habt ihr gleich die Übersetzung. Also, der Emitter, man bezeichnet es beim Transistor einfach als E, der sendet Elektronen. Die Basis, komme ich gleich drauf, warum das so aussieht, hat damit nichts zu tun mit diesem Senden oder und der Kollektor sammelt. Auch doppelt gemoppelt. Warum die Basis Basis heißt, hat eigentlich was damit zu tun. Ich mache mal eine schnelle Skizze. Elektronen wurden auf einem gewissen Grundkörper befestigt und dieser Grundkörper wurde elektrisch angeschlossen. Und da hat man dann eben Kollektor und, ach Mensch, ne, ich nehme eine andere Farbe, ist jetzt egal. Also Kollektor zum Beispiel und Emitter zum Beispiel hier als andere Kristalle drauf gemacht. Wie das gemacht wurde, lasse ich jetzt weg. So, und weil das der Basisteil war, der aufnehmende Teil, hat man hierzu gesagt einfach Basis. Das ist also rein aus der Herstellung gekommen. So, wieder zurück zu unserem Kram hier. Halt, nicht so schnell. Jupp. Wenn ich die Spannung noch weiter erhöhe, die Basisspannung, dann wird dieser Teil noch positiver, der zieht also noch mehr Elektronen raus. Und was hier frei geworden ist, wird hier noch freier. Das heißt, die Elektronen überschwemmen praktisch die Basis. Die haben dadurch freie Bahn.
Und das ist das Schicke. Und jetzt nehmen wir uns mal die letzten vier die letzten drei Phasen, 3, 4 und 5, hier ist viertens, hier ist fünftens, und betrachten uns das mal viel kleiner. Und einfach mal, wie viel sendet denn der Emitter aus? Wenn ich jetzt mal ein glattes Verhältnis nehme, es ist übrigens so ähnlich, wirklich. Der sendet 100 Elektronen aus, zusätzlich zu den Elektronen, die ja sowieso schon da sind, dann wird nur ein Elektron, Beispiel bei 0,6 Volt, nagelt mich nicht auf diesen Wert fest, ein Elektron zur Basis rausgeleitet. Und dieses eine Elektron macht hier die Basis so schön leitfähig, dass 99 Elektronen oben am Kollektor ankommen. Leute, das ist ein Wahnsinnsverhältnis. Dementsprechend könnte ich sagen, 200 zu, insgesamt 200, 2 gehen zur Basis, 198 oben raus und so weiter und so fort. Das ist eine drastische Verstärkung. Einfach cool. Also, mir haben es Transistoren schon immer angetan. Ich gehe auch gerne weiter mit diesen bipolaren Transistoren. Ich werde auch Feldeffekt-Transistoren vorstellen. Aber das ist so, ja, das, was mir Spaß macht. Ich hoffe, ich konnte es euch auf meine Art erklären und ihr habt es auf meine Art verstanden. Ihr versteht es vielleicht bei Stefan Müller, dem Schweizer Kollegen, viel besser. Der kann es auch super erklären. Oder bei Professor Lobischach oder wem auch immer. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Schönes Wochenende. Lernt nicht so viel und wenn, dann lernt nur so viel, dass ihr es gerade verstanden habt und nächsten Tag nochmal ganz kurz wiederholen, dann habt ihr es drin. Macht's gut, tschüss.